1940, als mein Vater dann starb, sie hat ihn ja noch aus dem KZ in Sachsenhausen rausgebracht, als er dann im jüdischen Krankenhaus starb, für sie gab es gar keine Möglichkeit mehr, auszuwandern. Wohin? Der Krieg war voll im Gange. Es hätte vielleicht noch die Möglichkeit gegeben, nach Shanghai zu kommen. Eine kleine Möglichkeit, soweit ich mich erinnere. Aber im Grunde waren wir ausgeliefert und hatten nur eine Möglichkeit, überleben und versuchen zu überleben. Wir waren davon überzeugt, dass dieser Krieg katastrophal enden musste für die Deutschen. Sie haben sich in verschiedenen Wohnungen versteckt, in Schrebergartenhäuschen. Sie beschreiben das in Ihren Erinnerungen, nicht alle waren Mörder. Was waren das für Menschen, die Sie versteckt haben, die Ihnen geholfen haben? Die waren sehr unterschiedlich. Teilweise wollten sie Geld haben und machten sie es auch nur für Geld. Und ich weiß noch, dass meine Mutter sämtliche Preziosen verkaufte langsam und wir waren bettelarm, als der Krieg zu Ende war. Aber es gab dann auch welche, wie zum Beispiel diese Martha Schiewe, die ich da beschrieben hatte, die es aus Idealismus taten und die voller Hass gegen diese Barbarei waren.